Moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute geht es um das Thema Ranked Änderungen. Ich habe einige Änderungen, die jetzt in Season 3 auf der mobilen Version kommen. Ich glaube, am 18. Oktober startet die dritte Season. Dort kommen Ranglisten, Updates, Änderungen, die ich extrem geil finde, und ich könnte mir vorstellen, wenn das gut ankommt, wir wissen alle, auch wenn das vielleicht noch nicht jeder so genau weiß, dass die mobile Version so ein bisschen zum Experimentieren da ist, und ich gehe davon aus, felsenfest, wenn diese Änderungen gut ankommen, und ich bin überzeugt, dass diese gut ankommen werden, dann könnten wir vielleicht sogar in Season 16 schon die ein oder andere Änderung bekommen. Vielleicht bekommen wir die ein oder andere Änderung sogar schon in Season 15, denn es sind allesamt Änderungen, die einfach nur Sinn machen, und ich bin natürlich auf eure Kommentare gespannt. Aktuell gibt es auf der mobilen Version nur 2 Maps zu spielen, soweit ich das weiß. Ich habe sie schon lange nicht mehr gespielt, World's Edge und King's Canyon. Und es soll in Season 13 jetzt soweit sein, es ist auch bestätigt, dass alle 2 Stunden in der Rangliste zwischen King's Canyon und World's Edge rotiert wird. Und das ist schon mal eine Änderung, die ich extrem geil finde. Ich weiß, dass King's Canyon zum Beispiel viele von euch im Ranglistenmodus überhaupt nicht feiern, genauso wie es bei Stormpoint der Fall ist. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass in der Vollversion auf sämtlichen Plattformen bis auf der mobilen diese Änderungen genauso kommen, könnte man entweder sagen, Mensch, dann ist der Split vielleicht überflüssig, oder der Split wird nicht überflüssig und kommt, und im ersten Split ist es wie in der mobilen Version zwischen King Canyon und World's Edge, wird immer alle 2 Stunden hergeswitcht, und im zweiten Split ist es dann vielleicht Olympus und Stormpoint oder dann die neue Map, die ja in Season 15 kommt. Das wäre eine Änderung, die ich absolut begrüßen würde. Aktuell haben wir jetzt gerade Stormpoint, und viele haben einfach keinen Bock auf Stormpoint und spielen deswegen Ranked nicht. Und dadurch ist Apex natürlich im zweiten Split ein Stück weit unbeliebter, und viele, die einfach keinen Bock auf Pubs haben, die spielen einfach keine Rangliste, die spielen dann einfach ein komplett anderes Spiel, und es ist nur im Sinne von Respawn und EA, da eine Änderung einfließen zu lassen. Ich würde diese Änderung mega, mega feiern, und es kommt noch ein bisschen mehr. Und zwar, diese Änderungen setzen auch mit Season 3 auf der mobilen Version sofort ein, und auch diese Änderung könnte ich mir für die Vollversion absolut vorstellen, auch wenn ich hier sage, das ist kein Muss. Die Map-Änderung würde ich viel, viel geiler finden. Man kann sich an ausgewählten Wochenenden, das ist nicht dauerhaft im Ranked-Modus, sondern wirklich nur, Achtung, du kriegst eine Benachrichtigung, machst vielleicht deine Playstation an, deine Xbox oder sonst was. Dieses Wochenende kannst du dir einen Ranglisten-Punkte-Schutz oder Demotion-Schutz erspielen, und es reicht teilweise auch schon das alleinige Anmelden. Ich lese es euch mal vor. An jedem Tag des Events meldet euch an, um einen Ranglistenstufenbeschützer zu erhalten. Dieser verhindert automatisch den Verlust von Ranglistenpunkten, wenn ihr in diesem Moment in einem Rang sinken würdet. Das ist Nummer 1. Und das zweite wäre zum Beispiel, wie erspielt man sich den zweiten? Schließt 2 Ranglistenspiele ab, um einen Rangpunktebeschützer zu erhalten. Dieser verhindert automatisch den Verlust von Rangpunkten, wenn zum Beispiel mal in der nächsten Runde ein Hotdrop schief geht. Und das sind Sachen, die finde ich extrem geil. Und Achtung, ganz, ganz wichtig, hier ist nichts Pay to Win. Man kann sich diese Beschützer nicht kaufen. Hier unten steht es, Rangliste und Rangpunktenschutz endet nach 7 Tagen oder am Ende der Season. Ihr werdet automatisch darüber informiert. Dieser Schutz ist nur durch die Teilnahme an dem Event erhältlich und kann nicht gekauft werden. Also im Kalender notieren und so weiter und so fort. Ich denke, dass wir auf irgendeiner Seite immer informiert werden, oder wenn wir Apex das erste Mal anmachen und es steht fest, Achtung, übernächstes Wochenende ist mal wieder so ein Ranglisten-Event, wo wir diese Beschützer oder die Schutzteile da freischalten können, dann werden wir informiert, inwieweit das dann genau aussieht. Wenn wir den Schutz einmal probiert haben und einen Tag später locken wir uns wieder ein und bekommen wieder so einen Schutz, das weiß ich aktuell nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das erste Mal
probehalber einmal an einem Wochenende erspielt wird. Dann wird das einmal verwendet und dann ist erstmal Ritze und dann musst du warten, bis das nächste Event startet. So ungefähr stelle ich es mir vor. Wie gesagt, ich glaube am 18. Oktober startet die neue Season in der mobilen Version. Wer da ein bisschen versiert ist und das vielleicht demnächst testet und hat das gecheckt, wie das genau abläuft, schreibt es gerne in die Kommentare, würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen, weil ich die mobile Version schon seit ewigen Zeiten nicht mehr angerührt habe. Das war es jetzt von mir. Bis zum nächsten Mal und schreibt in die Kommentare, was würdet ihr von den Änderungen halten in der vollen Version. Ich jedenfalls würde es gar nicht mal so schlecht finden. Das war es jetzt von mir. Ciao.